die größten Fake News und die größten Bullshit-Videos kriege ich weitergeleitet von irgendwelchen 65-jährigen Damen. Die dann, weil die denken, dass das Internet irgendwie so kuratiert sei wie die Tagesschau oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also ich mache mir ehrlich gesagt weniger Sorgen um die Generation, die mit diesen Netzwerken aufwächst, die auch weiß, dass da viel unterwegs ist. Demokratietheoretisch mache ich mir viel mehr Sorgen über die Generation 50 plus,